Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Heute schmeißen wir wieder einen Pellet Smoker an, machen Ochsenbäckchen. So ein bisschen mit Bouillonkartoffeln und Meerrettichsoße. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann gerne nach dem Intro. Ja, Ochsenbäckchen haben wir hier. Und zwar 1,5 Kilo. Und ich muss euch sagen, die Dinger sind echt teuer geworden. Also die haben wir hier von unserem Schlachter aus dem Nachbarort und der nimmt mittlerweile 33 oder 32,90 € für ein Kilo. Aber es wird sich lohnen. So, die werden wir gleich räuchern. Die würzen wir einfach nur hier. Das ist meine Gewürzmischung. Die mache ich immer so mit Paprika, Salz, Pfeffer. Ist da noch was drin? Waren das nicht vier Sachen? Paprika, Salz, Pfeffer und? Zucker? Nee, Paprika, Salz, Pfeffer ist das. Ja, damit würzen wir die, dann werden die länger geräuchert, 2 Stunden ungefähr, kommen dann nachher in Dämpfer, werden dann hier, das ist hier eine klare Rinderbrühe, werden damit dann zwischendurch besprüht. Dann machen wir Bouillonkartoffeln, ja, Bouillonkartoffeln sind Karotten, Kartoffeln, Lauch und ein bisschen Sellerie klein gewürfelt, werden mit Bouillon, mit Brühe ein bisschen aufgefüllt, werden dann, ja, ich sag mal, gar gezogen, sind dann auch schon fertig und dann machen wir noch eine schöne Meerrettichsoße, ja, für das leckere Fleisch. Wer diese Meerrettichsoße nicht möchte und auch die Bouillonkartoffeln nicht, der kann diese leckeren Bäckchen auch gerne beim Dämpfen oder kurz vorm Dämpfen mit Barbecue-Soße richtig einreiben. Ein bisschen Butter drauf, Butter kommt bei uns auch mit drauf, aber eben keine Barbecue-Soße, weil wir die Meerrettichsoße haben wollen. Geht natürlich auch. Aber wir fangen jetzt an, machen gleich den Pellet-Smoker an, machen das Ganze bei 120 Grad, ungefähr 2 Stunden. Wird dann gewürzt und dann packen wir die zusammen in den Grill. Ihr hört... Der Pellet Smoker faucht. So, heißt, wir können unsere Bäckchen hier mal so ein bisschen ja, würzen. So, dafür nehmen wir so ein Gerät hier. Ich packe das jetzt einfach mal so in diese Konsistform hier. Da haben wir hier die kleine vom großen Schweden. Ich packe unten ein bisschen Salz rein. Das heißt, die eine Seite hat dann schon so ein bisschen Salz abbekommen. Ich hoffe, die schrumpfen nachher ein bisschen zusammen. Ich hoffe, wir bekommen sie am Ende dann auch wieder in diese Form rein. Alle vier. Heißt, ja, wir müssen die auch irgendwann dämpfen. So, und hier kommen wir jetzt direkt... Die eine Seite, Salz drauf, nicht zu viel. Rückseite ist ja nur Muskelfleisch, kennen wir. Aber wirklich teures Muskelfleisch. Aber macht nichts, wollten wir so. Und dann auch wieder von beiden Seiten. Lang und schmutzig. Boah, ihr müsst mal riechen, was hier gerade passiert. Drehen wir einmal Hintergrund auf den Pellet Smoker. Ja, läuft, ne? So heißt, er hat jetzt die Räucherphase oder... Hat die Pellets einmal auf erhitzt, beziehungsweise erhitzt überhaupt. Heißt, wir müssen den jetzt auf 120 Grad stellen. Und das machen wir auch. So, Salz genug dran. Ich drehe den oder stelle den Smoker dann einmal kurz um hier. So, auf 120 Grad. Und wenn er gleich die 120 Grad erreicht hat, dann packen wir diese leckeren Geräte da drauf. So, der Smoker hat jetzt 120 Grad, wie man sieht. 120, 121, also perfekt. Heißt, wir nehmen jetzt unsere schönen Stückchen hier und packen die hier einfach mitten drauf. Schön nebeneinander. Aber, oder? Das wird ein Festessen. So. Und die werden wir jetzt für, ich sag mal, gute 2 Stunden erstmal räuchern. Und dann wird gedämpft. Wir gucken zwischendurch mal rein und alle 30 Minuten so ein bisschen mit Rinderbrühe, man kann auch Apfelsaft nehmen, wir nehmen Rinderbrühe in diesem Fall, einsprühen, damit die nicht so schnell austrocknen. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, in der Zeit, wo die Bäckchen jetzt auf dem Pellet Smoker liegen, können wir natürlich schon die Bouillonkartoffeln vorbereiten. So, dafür haben wir hier Lauch, Karotte, Kartoffel und Zwiebel. Die kommen dann nachher rein, natürlich eine andere Menge, aber ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, wie ich die Kartoffeln, den Lauch, die Zwiebel und den... ja, den Sellerie. Ah, Sellerie haben wir auch noch ein bisschen, genau. Den Sellerie, der kommt auch mit rein. So, und dann machen wir hier so Zentimeterwürfel. Viel kleiner brauchen die nicht sein. Und das machen wir natürlich hier mit dem ganzen Gemüse. Aber erstmal hier jetzt hier die Kartoffel, nur damit ihr mal so die Größenverhältnisse seht. Und dann größere Stückchen, weiß auch nicht schlimm. Solche Würfel sind das hier. Das gleiche mit der Karotte. Dieses schöne Brett, wo ich gerade drauf schneide, hatte ich schon mal unter dem Video stehen. Das macht der Volker Schacht. Ich verlinke euch mal Volker seine Webseite, wenn ihr wirklich mal schöne Bretter sehen wollt. Ich habe schon mal gesagt, der macht nicht nur Bretter, der macht auch Besserhalter, der macht Regale. Ja, und alles in Handarbeit. Aber wie gesagt, Link unter dem Video. Ganz tolle Geschichte, diese Bretter und auch alles andere, was er macht. Ja, den Porree
der Länge nach einmal halbieren. Und mehr würde ich da gar nicht mehr machen. Jetzt nur so einen Zentimeter Halbringe schneiden. Die lösen sich sowieso nachher fast auf. Aber so sollen sie dann aussehen. Auch dazu die Zwiebel. Dann machen wir nur eine kleine, weil wir eben viel Porree drin haben. Das ist eine kleine Zwiebel, wie sie einmal halbieren. Nochmal halbieren der Länge nach. Und dann auch, ne, dickere Würfelchen. Brauchen jetzt nicht Mini-Würfel sein, die Fenster gar nicht wieder. So, und so wie diese Geschichte jetzt aussieht, das machen wir jetzt mit allen, was wir hier haben. Ah ja, und da haben wir noch ein bisschen Staudensellerie. Die kann man jetzt auch kleiner schneiden, ne? Kann man mitessen. Manche legen die Stangen ganz rein, weil sie keinen Sellerie möchten. Dieser war jetzt eingefroren. Ich habe keinen frischen bekommen gestern. Da haben wir den jetzt genommen. Wird gekocht, ist nicht schlimm. Geht sowieso nachher in den Kartoffeln unter. Aber wir bereiten die, wie gesagt, vor. Nachher kommt dann Brühe drauf. Aber wir haben jetzt erstmal locker 3-3,5 Stunden Zeit. Deswegen können wir uns jetzt auch ganz viel Zeit lassen. Ich schneide erstmal die Kartoffeln, dann machen wir die Soße nachher zusammen. Ja, und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ihr hört, die Kirche ist uns wieder wohl gesonnen. So, 2 Stunden bei 120 Grad haben jetzt die Ochsenbäckchen geräuchert oder sind geräuchert worden. Heißt, die nehmen wir jetzt so, wie sie sind, runter, packen die in unsere Form vom großen Schweden. Und zwar alle 4. So, und jetzt wird gedämpft. Heißt, wir warten jetzt einen Moment, dann wird angegossen mit Brühe. Kommt eine zweite Form oben drüber, weil muss ja gedämpft werden und keine Alufolie, die nehmen wir nicht. Wir gehen mal rein und bauen das Ding dann fertig. So, die schönen Bäckchen haben wir jetzt hier. So, und jetzt nehmen wir so ein bisschen Rinderbrühe und füllen das Ganze mal so an, damit wir überhaupt dämpfen können. Einmal oben drüber ein bisschen, dürfen wir auch. Haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Den Rosmarin, den lege ich so partiell da ein bisschen mit drauf. So, und jetzt brauche ich irgendwas. Hier nehmen wir das Messer und machen natürlich noch so ein bisschen Butter auf jedes Stück Fleisch. Die schmilzt natürlich weg, aber gibt ja trotzdem ein bisschen Geschmack, ne? So, wer Butter mag, kann Butter nehmen und der soll auch Butter nehmen. So, sag mal so, das reicht. So, Messer an der Seite. Jetzt nehmen wir nichts mehr, außer die zweite Form. So, und die setzen wir hier oben drüber. Ich habe jetzt irgendwo so Klammern rumliegen, der hält das Ganze hier so ein bisschen zusammen. Wenn ihr keine Klammern habt, so wie ich jetzt im Moment, könnt ihr auch Alufolie nehmen, so ein bisschen über die Kante knuffeln, sage ich mal. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Dampfverschluss. Und dann packen wir das Ganze noch 2 Stunden indirekt auf den Grill bei, ja, 160 Grad würde ich schon machen. Ja, und dann zwischendurch machen wir die Bouillonkartoffeln, machen die Soße und dann wird am Ende verkostet. Und ich möchte jetzt echt schon gerne wissen, wie der Rauchring aussieht. Aber werden wir dann sehen. Bis dahin. So, jetzt geht's los mit den Bouillonkartoffeln. Ja, dafür haben wir die Kartoffeln ja geschnitten, habt davon gesehen. Und den Lauch und Sellerie, also Staudensellerie und die Karotten. Ist jetzt hier alles drin. Wir machen den bewusst so voll, fällt ein bisschen zusammen. So, jetzt habe ich ja hier meine Pfeffer-Gewürz-Paprika-Mischung, die gebe ich da so ein bisschen drüber. Weil nicht zu viel. Ihr wisst, da kommt jetzt Brühe dran. So, und die Brühe hat natürlich auch ein bisschen Geschmack, beziehungsweise auch ein bisschen Salz. So, dann kommt ja so eine Prise Muskat zu. Könnt ihr halten wie ein Dachdecker, was ihr möchtet. Wir mögen Muskat gerne bei Kartoffelbrei, bei Blumenkohl, Brokkoli weiß ich jetzt gar nicht. Wo sonst noch? Rosenkohl, ja, aber hier jetzt nicht so. Das heißt, ja, ein bisschen, ne? Nicht übertreiben. So, dann machen wir so ein paar Butterflocken drauf. Die Flocken ist jetzt mehr so eine Buttermatsche, weil es doch ziemlich warm geworden ist. Aber ein paar müssen dran. Wenn sie denn abgehen. So, 5 Stück machen wir jetzt. So, so die haben wir. Und jetzt oben drüber die Brühe. So, dann habe ich hier noch einen halben Liter. Der Rest ist ans Fleisch gegangen. Ich habe übrigens den Pelletsmoker ausgemacht. Wir dämpfen jetzt weiter auf dem Gasgrill. Ja, der ist schon gereinigt bzw. ausgesaugt. Der steht schon wieder hier heute. Und ja, die Kartoffeln, die brauchen jetzt nicht bedeckt sein. Das ist ein halben Liter. Das ist der kleine Dutch-Ofen. Ich glaube, es ist ein Dreier, ne? So. Heißt, wir machen da jetzt den Deckel drauf und packen den jetzt, ich sag mal,
gleich mit auf den Grill für 45, 30 Minuten, wenn es kocht, dass die Kartoffeln so bei kleiner Hitze ja, vor sich hin blubbern. Dann sind sie auch passend gar. Dann machen wir gleich noch zusammen die Meerrettichsoße. Und ja, freue mich drauf. Also jetzt erstmal gleich auf den Grill. Der Grill läuft indirekt. Linke Seite Bouillonkartoffeln, in der Mitte Ochsenbäckchen, geräuchert, jetzt am Dämpfen. Wir gucken. Ja, was heißt linke Seite? Linker Brenner, rechter Brenner an. Ne? Die Bouillonkartoffeln köcheln so leise vor sich hin. Hammer, passt. Und jetzt unsere Ochsenbäckchen. Oh, vorsichtig. Oh, schaut mal. Also ich würde sagen, boah, riecht das? Boah, also wenn das kein Superduft ist. Ich sag mal, das sind jetzt 2 Stunden Dämpfen. Jetzt wollen wir mal gucken. Knapp 2 Stunden, also wir brauchen auch noch so 5 bis 10 Minuten. Aber wir machen den Deckel wieder zu, lassen das Ganze mal weiter so vor sich hin köcheln und brutzeln. Handschuhe aus, wir gehen rüber, die 27 Kilometer. Bam, Zeitsprung, sind schon da. Starten unseren Feuerofen, hier hätte ich fast gesagt, unseren kleinen Herd. Oh, der läuft schon. Geht aber schnell. Setzen eine Pfanne auf, da haben wir natürlich schon abgewogen Butter drin. Und machen jetzt unsere Meerrettichsoße. So. Ja, wie folgt. Zwiebeln. Kleine Zwiebel halbiert. Schneiden wir in ganz feine Würfel. Da könnt ihr die ruhig auseinandernehmen, das ist egal, wie ihr die schneidet. Hauptsache werden fein und klein. Wenn es geht, lasst sie zusammen, ist einfacher. Aber ich habe heute irgendwie dicke Finger. So, und dann schnippeln wir die hier so runter. So ganz feine Würfel. Und wenn sie ein bisschen größer werden, dann hackt nochmal drüber. So, und das gleiche mit der zweiten Hälfte. Beide wieder dran, wo die Butter fängt an zu brutzeln. Haben wir nicht zu früh angemacht, aber auch nicht zu spät. Ganz viel, ganz feine Würfel. So, mehr brauchen wir auch nicht. Und die nehmen wir jetzt und ballern die sofort in die Butter. Da fackeln wir gar nicht lange. So, weg mit. Da ist noch einer. So, dann nehmen wir uns einen Schneebesen und sorgen dafür, dass die hier so ein bisschen in der Butter ja, angedünstet werden. Warten wir einen Moment. Ziehen schon mal das Mehl parat hier. Meerrettich, Milch, Sahne zum Schluss und die Brühe. Und dann machen wir ungefähr, ich sag mal so 600, 700 Milliliter. Aber jetzt müssen wir einen Moment warten, weil die Zwiebeln so ein bisschen ja, hier anbrutzeln. Ne? Aber nicht mit Farbe, sondern so andünsten mehr. Also das reicht schon. Können da jetzt das Mehl zugeben. Habe ich vorher abgewogen, ist klar. Mengenangaben wie gewohnt unter dem Video. Und jetzt machen wir schon mal die Flamme ein bisschen aus. So, wir rühren erstmal das Mehl ein. Also wenn ihr jetzt eine dunkle Soße haben wollt, dann lasst das ein bisschen länger hier dünsten oder schmoren oder köcheln. Eigentlich ist es eine Bechamelsoße. So, und jetzt geht's los. Wenn wir da jetzt was machen, wir warten immer ganz gerne, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Weil wenn wir jetzt was Kaltes dazugeben, also es muss kalte Flüssigkeit sein, sonst verklumpt es schnell. Wir nehmen jetzt hier unsere Menge Milch und die geben wir da komplett zu, die ist kalt. Wir rühren die sofort ein, nehmen dann schon mal ein bisschen Brühe, nicht alles, so ein bisschen von der Rinderbrühe. Und jetzt rühren wir das erstmal so ein bisschen glatt und können da jetzt auch schon den Meerrettich zugeben. Duftet hervorragend. Ja, ihr seht, wird schon leicht dick. Macht jetzt aber der Meerrettich und die bisschen wärmere Pfanne, heiß ist sie nicht mehr. So, und jetzt legen wir das Ding hin, machen kurz wieder die Flamme an. So, und jetzt kochen wir das Ganze auf. Das dauert jetzt einen Moment. Ja, geht dann gleich weiter. So. 2 Minuten später würde ich sagen, wir machen mal hier, ihr seht, ne, kocht wie saure Wäsche. Wir machen mal den riesengroßen Herd hier aus. So, jetzt warten wir, bis die Temperatur ein bisschen zurückgeht. Konsistenz super. Wir haben Zucker, Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprika dran gemacht. Ich habe jetzt hier noch einen Schuss Sahne.
Die kommt da jetzt noch mit rein. So. Und dann war es das für unsere Soße. Die bleibt so, wie sie jetzt ist. Wie gesagt, abgeschmeckt haben wir sie. Und ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch warten. 2-3 Minuten, bis unser Fleisch gar ist. Dann nehmen wir ein Stück runter für Sohnemann. Der sagt, Papa, mach doch eins wenigstens mit Barbecue-Soße. Geräuchert ist es, mache ich gleich. Wird dann indirekt nochmal 10 Minuten warm gehalten. Die Zeit warte ich jetzt ab, das nehme ich jetzt schon raus. Und dann wird beides zusammen verkostet. Ich schneide aber nur einmal vorher, weil Rest kriegt so Sohnemann an. Ja, ich mache das jetzt gerade und dann treffen wir uns gleich hier an diesem schönen Brett und dann geht's weiter. 15 Minuten haben wir dem Stück Fleisch hier nochmal mit Barbecue-Soße gegeben. So sieht's aus. Hier oben in der Ecke blubbert es noch so ein bisschen von der Temperatur. So, ich nehme jetzt hier die Dinger runter oder die Form. Boah, Hammer. So, die darf an der Seite. So, fertig. Ich tupfe das jetzt mal so ein bisschen ab, richte das an und dann probieren wir beides einmal original geräuchert auf dem Pellet Smoker und original geräuchert mit Barbecue-Soße glasiert. Ja, wie gesagt, ich baue das jetzt mal zusammen und dann wird verkostet. Ja, wir haben das Fleisch hier liegen, ne? Die Bäckchen. Gesmoked, aber das hier ist das einzige mit Barbecue-Soße, hatte ich ja vorhin gesagt, für Sohnemann. Ja, die Bouillon-Kartoffeln, ne? Kartoffeln in einer leckeren Brühe, die Meerrettichsoße fertig. So heißt, wir dürfen mal verkosten. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal so ein Stück, kann man anpacken, kann man, und schneide das erstmal so mitten durch und mal gucken, ob der, ne? Seht ihr den Rauch? Oh, guckt euch das an hier. Hammer. Super. So, und jetzt schneide ich erst bei Sohnemann so ein Stück vorweg, weil Papa macht mir das mit Barbecue-Soße. Mache ich. So, und jetzt schnippel ich hier einmal ganz leicht vorweg. Ne? Seht ihr auch schon. Ne? Mega. Also der Rauchrand, jo, 5, 6, 7 cm. Also ich probiere das jetzt mal für euch mit der Barbecue-Soße. Ja. Auf euch. Sehr lecker, sehr. Ich darf nicht mehr. Wer will das denn essen? Aber geht wirklich mit Barbecue-Soße mega. Super saftig. Man merkt, kennt ihr diese Pektine, die so kleben, Rindfleisch, diese Faser, die, ja, wie soll ich das sagen, die wird so schlonzig. Voll geil. Also sehr lecker. Jetzt das Normale. Ich probiere erstmal, jetzt ist ja keine Barbecue-Soße, sondern nur mit Salz, Pfeffer, Paprika. Boah. Pulled Beef ist nichts dagegen. Hammer. Wow. Wirklich toll. Jetzt nochmal, ne, mit der leckeren Meerrettichsoße. Nochmal auf euch. Ich liebe diese Soße. Macht da ein bisschen Zucker dran. Die muss ein bisschen süß sein. Meerrettich, Sahne, cremig, die Bouillon-Kartoffeln. Ich weiß jetzt schon, dass sie schmecken. Boah. Also das jetzt alles zusammen, ne? Mache ich natürlich nicht. Wirklich lecker. Also macht das unbedingt nach. Ja. Das ist eine Hausnummer. Picobello. Und ja, schnell gemacht ist jetzt eben nicht. Aber das Zeug räuchert alleine, macht es ruhig nach. Muss kein Pelletsmoker sein. Eine Kugel mit ein paar Chunks drauf. Wichtig, 2 Stunden räuchern habe ich jetzt gemacht bei 120 Grad. Dann nochmal 2 Stunden dämpfen bei 160 Grad, 170 maximal. Ist top, ist wirklich top. Es ist sehr, 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 sehr saftig. Danach nochmal mit Barbecue-Soße so ein bisschen glasieren. 15 Minuten auf dem Grill geht auch. Dann aber keine Meerrettichsoße. Bouillon-Kartoffel passt zu beiden. Ja, gefällt mir. Und wenn euch sowas gefällt, dann wohlwollenden Kommentar. Daumen nach oben. Abo wäre genial. Schreibt runter, wenn ihr das gemacht habt, wie es geworden ist. Ja, und bis dahin bleibe ich euer Olaf. Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiengebirges. Macht's gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nochmal alles zusammen esse. Aber mache ich jetzt. Ja, haut rein.